Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Malermeister Max Thiele und heute geht es um den Hellbezugswert. Wie du ihn bemisst, woran du ihn erkennst, was ihn ausmacht, das alles nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, zuallererst gibt es ja drei Merkmale einer Farbe und zwar einmal den Farbton, die Sättigung und die Helligkeit. Und zur Sättigung und zum Farbton habe ich dir schon mal hier etwas verlinkt, da habe ich schon Videos drüber gemacht. Guck es dir gerne nach diesem Video an. Jetzt geht es erstmal um die Punkt Nummer 3, die Helligkeit. Ja, wie bewerten wir die Helligkeit einer Farbe als Maler und Lackierer? Wir bewerten sie mittels des Hellbezugswerts, abgekürzt HBW oder HBZ. HBZ steht im Lehrbuch, HBW wird vom RAL-Farbsystem so benannt, so betitelt und so finde ich es eigentlich auch am besten zu merken. Also HBW, Hellbezugswert. Falls du Azubi bist und hier gerade mitguckst, dann frag deine Lehrerin gerne, was ihr verwenden sollt als Abkürzung, HBZ zum Beispiel, weil in der Prüfung vielleicht auch spezielle Fragen deswegen rankommen und damit ihr nicht die falsche Abkürzung benutzt, fragt da lieber eure Lehrer, eure Lehrerin irgendwie mal aus, was ihr dafür benutzen sollt. So. Zuallererst als Faustformel für die Helligkeit einer Farbe, je mehr Lichtwellen zurückgeworfen werden von dieser Farbe, desto heller ist sie. Dieses Zurückwerfen wird übrigens fachgemäß auch Remittieren genannt. Remittieren heißt übersetzt so viel wie zurückwerfen. Punkt Nummer 2, mit welcher Maßeinheit misst man eigentlich den Hellbezugswert, den HBW, den HBZ? Man bemisst ihn in Prozent. Um es dir besser zu verbildlichen, hier einmal ein Bild. Und zwar ist jetzt von schwarz bis weiß alles aufgelistet, ja, schwarz und dann ein paar graue Stufen bis hin zu weiß. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist keine Farbe, ja, also keine unbunte Farbe, die man anfassen kann, sondern das ist jetzt einfach mal Licht. Also schwarz ist pure Finsternis und ist mit 0% am Start. 0% Hellbezugswert. So, wenn wir jetzt mit weiß rechnen, ja, dann ist weiß weißes Licht, wirklich reines weißes Licht. Und das ist mit 100% Hellbezugswert am Start. Nun, wie sieht das jetzt aber bei Farben aus? Ja, also greifbare Farben. Bei weißen Pigmenten rechnen wir mit 90%, weil weiße Pigmente dennoch einen kleinen Prozentteil, also 10% des Lichts absorbieren. Also ist weißes Pigment, weiße Farbe mit 90% HBW am Start. Wie sieht es aber aus mit schwarzem Pigment? Ja, schwarzes Pigment ist mit 3-4% dabei. 3-4% Hellbezugswert, weil schwarzes Pigment immer noch einen kleinen Teil an Licht remittiert. Anders sieht es übrigens aus mit Vanta Black. Das ist das schwärzeste Schwarz auf dieser Welt. Dazu mache ich dir hier zukünftig auf jeden Fall noch ein Video, weil es echt spannend ist. Und auf jeden Fall, ich glaube, einen Hellbezugswert von 0% hat. Wie sieht es aber mit bunten Farben aus? Ja, also nicht weiß oder schwarz, das sind ja unbunte Farben, wie wir wissen. Unbunte Farben übrigens auch hier oben. Und wie sieht es bei bunten Farben aus? Bei bunten Farben habe ich dir hier schon mal eine kleine Skizze gemacht, so wie ich mir das am besten vorstellen kann. Ja, und angefangen oben mit Gelb, ja, da haben wir ja die größte Lichtremittierung in den bunten Farben und zwar ist Gelb mit dem Hellbezugswert bei 89% mit dabei. Wenn du dann im Uhrzeigersinn rumgehst, ja, also Orange, Rot, Violett, dann wird das immer weniger mit der Prozentzahl. Aufgehört dann bei Dunkelblau. Dunkelblau kommt dem Schwarz schon etwas näher, einem schwarzen Pigment schon etwas näher. Und danach mit Türkis, Grün, Grün-Gelb und so, da kommst du dann langsam wieder in diesen hohen Hellbezugswertbereich. Als kleine Faustformel vielleicht, vom Farbkreis nach unten hin werden die Farben immer dunkler und nach oben hin werden sie mal heller. Ja, das wär's von mir zum Hellbezugswert. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte es dir ganz gut erklären und dir das auch vielleicht als große Stütze geben, dass nach unten hin die Farben immer dunkler werden, nach oben hin die Farben immer heller werden im Farbkreis. Und ja, lass mich wissen, wenn es dir gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, ciao.